Asiatische Produkte testen. Aus wie Asiana. Hallo, hallo. Also Papa, ich war heute wieder beim GoAsia. Ja. Und ich habe uns ein paar Wahnsinnsprodukte mitgebracht. Ja. Gut. Aber was haben wir denn hier? Gucci Eis. Mmh. Du eine, ich eine. Guten. Guten. Mmh. Boah. Boah, ich liebe ja die Konsistenz von Mochis. Und jetzt in Kombination mit Eis, Bombe. Und Papa, von 1 bis 10, wie lecker? Nummer 9. 9 was? Für dieses Essen. Absolut eine 9 für mich. Nächstes! Seaweed Garlic Flavor. Oh, das sind so ganze Blätter. Du eins? Ich eins. Aber warum für mich kleine? Weil du kleiner bist. Sehr lecker. Die sind ein bisschen süß. Ey, ich glaube, alles, was mit Garlic zu tun hat, ist geil. Und Papa, von 1 bis 10? 9 Gummibum. Stabile 9. Nächste bitte. Aloe Vera Ananas. Und Gold Kiwi. Hier sind noch kleine Stückchen drin. Mega nice. Oh, sehr angenehmer Geschmack. Ananas schmeckt man auf jeden Fall gut raus. Und bei dir, Kiwi? Ja. Nummer 9. Kiwi auch? Ja, Kiwi auch. Das Ganze bekommt von mir wieder eine starke 9. Okay, Nummer 9 auch. Nächstes. Und Chip. Mit Hähnchenfußgeschmack und Entenzunge. Also wir starten mal mit Hähnchenfüßen. Also ich habe mir den Geruch von Chickenfüßen ein bisschen anders vorgestellt. Mhm. Ein bisschen süß, ne? Ich kann den Geschmack gar nicht erklären. Ich sag, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sehr dezenter Geschmack. Ich sag mal, das ist so eine 6 bis 7 von 10. Ich Nummer 8. Entenzunge. Hm, das besser. Ist auf jeden Fall besser. Aber auch ein bisschen scharf. Stabile 7 von 10. 8,5. Und die letzte. Und zu guter Letzt, Pokémon Chuachu. Ja. Bitte nicht kaputt machen. Ah, Bonbon. Ey, voll süß. Auf jeder Packung ist ein anderes Pokémon drauf. Sauer, ne? Ein bisschen sauer. 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 Aber lecker. 8 von 10 für mich. Minimum. 8. Also Leute, ich würde sagen, das war's wieder für heute. Wenn ihr auch Lust habt, das alles hier mal zu probieren, dann gehst du GoAsia. Ihr habt's gehört. Speichern, teilen und abonnieren lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.